Willkommen zurück zu Dishonored 2, dem Spiel mit ziemlich vielen Insekten und Zeugen generell und vor allem den lustigen Heulern, die da unten übrigens wohnen. Aber wir sind zum Glück hier oben. Hier oben gibt es keine Heuler. Außer eventuell Paolo. Oh, wer bist du denn? Ist er alleine? Ist der Zivilist? Der sieht unheulerhaft aus, als wäre schon auch ein Heuler, aber trotzdem. Sie waren mehr als nur Freunde. Sie flehte ihn an, aber der Feigling hat ihr nicht geholfen. Ein Feigling? So, das sind mir die Liebsten. Die kämpfen weniger. Kannst du ein bisschen den Warlock anhauen? Oh. Die Frage ist bloß... Steht er hier oben ziemlich alleine, oder? Hey! Ups! Die gehen einfach zu günstig. Und wie kann ich noch nie was gegen den Reflex machen? Ich denke mir so, oh naja, der hat mich jetzt entdeckt, aber ist ja kein Problem. Ich hau den einfach um. Wenn ich mal nur mit Corvo spielen würde, wäre das alles viel einfacher. Könnte ich mich hier einfach durchmeucheln. Einfach die Leute einen nach dem anderen weghauen. Anstatt hier. Ach ja, Leute betäuben. Nice. Was ist jetzt hier schon wieder los? Warte mal, rennt der wieder zurück hier? Jetzt guckt er wieder in die Richtung oder was? Das ist gerade die Ende, ich riss aus. Nice. Okay, anscheinend rennt er immer von da nach da. Das hat übrigens für eine sehr unpraktische Veranlagung. Man macht ja nicht so komische. Macht er eigentlich die ganze Zeit komische Geräusche, der Typ hier beim Umhertreten? Also, was soll denn das? Pack ich den vor allem jetzt am besten hin, oben auf die Treppe? Meine prinzipiell. Oh, hier haben wir Wasserpfeifen. Was ist hier eigentlich für Steine? Soll das einfach nur eine Barrikade sein? Um das Ding zu. Um die, also, wahrscheinlich die Schütze halten. Meine prinzipiell gibt es ja keinen Grund, diese Treppe hier hochzulaufen, oder? Das heißt, hier oben auf der Kante. Dieser Heuler doch eigentlich nach geradezu perfekt. Ich meine, wer soll ihn entdecken? Niemand. Ganz ehrlich, dass durch die Schlüssellöcher spähen, ist glaube ich nur dann so richtig sinnvoll. Wenn man sich nicht damit aufhält, sich einfach dass das durch die Wände die sich zu hauen. Ist hier oben wirklich niemand? Ich rechne halt die ganze Zeit damit, dass wir auf einmal. Oh, was ist das für ein schönes? Das wird ganz schön groß. Das Stilton. Mit Dings hier, mit Paolo. Das District. Hier muss Paolo wohnen. Aha. Oh ja, tatsächlich. Der Jedermannsorden. Paolo und die unerreichbare Kardinalzahl. Aha. Armbrustbolzen. Ich ahne ja eine Falle. Die Bilder sehen wirklich dramatisch aus hier. Oh, was haben wir da schönes? Vera Morre und der Affix ihrer Haut. Und ein paar Unschreien. Falls du dich fragst, Paolo ist keiner dieser gestörten Kultisten. Die glauben, ich tue ihnen Gefallen, wenn sie nur genug opfern oder genau die richtige Musik spielen. Ich bin ihm vollkommen egal. Aber er hat diesen Schrein, weil er die Hand einer alten Hexe fand, die ich kannte. Paolo erkannte sofort, dass sich ein Vorteil auszahlt. Manchmal bleiben Teile zurück, nachdem wir fort sind. Der Herzog von Zakonos erbte eine dynamische Stadt und fing sofort an, sie zu demontieren. Was wird er zurücklassen? Und was ist mit dir? Wer soll alles wieder ins Reine bringen hier im Juwel des Südens? Oh, ist recht offensichtlich, dass der gute Herzog alles demontiert hat. So, habe ich jetzt Paolo aus Versehen seine tolle Kraft geklaut, weil ich den Altar auseinandergenommen habe, oder? War es eher Zufall? Auf jeden Fall, der Recht ist halt, ist seine Bude recht reich.
Große Frage, die sich mir vor allem stellt. Gibt es hier irgendwas, was ich noch holen möchte? Ich habe dir gerade schwere Schritte gehört. Hier gibt es tatsächlich noch was. Du hast uns die Garde vom Leib gehalten. Aber wie willst du den Bergleuten helfen? Alles hängt zusammen, Tivoli. Wenn wir den Orden los sind, mache ich es dem Herzog zu teuer, in die Bergwerke zu gehen. Schmeißen die Arbeiter hin, wird er merken, dass Bergwerke, die mit halber Kraft laufen, profitabler sind als Bergwerke, die stillstehen. Für bessere Arbeitsbedingungen aus den weniger Staub in den Straßen müssen wir auch mehr Straßenbahnen gemacht. Möglich, alle zufriedenzustellen. Erst hier im Bezirk, dann in der ganzen Stadt. Die Bergleute haben mehr Macht, als sie haben. Die singen so lustig. Sie denkt an ihren Vater, wie er sich wehrte, als sie ihn unter Wasser drückte. Mein Herz macht das nicht mit. Also, ich muss jetzt gehen. Es war eine schöne, laue Nacht, im Mond der Erde, als er in der Hand am Brust. Ich erinnere mich, der Netze tötete sie eine Familie in Kalor. Und ließ es ihren Blutfliegen aussehen. Eines Tages hatte er Hunger und drang in ein Haus ein, in dem eine Familie beim Essen saß. Er tötete den Vater, setzte sich und aß vor den Augen der anderen. Nett? Also wir sind richtige Sympathieträger, die Leute hier. Mich irritiert es übrigens voll, dass die da unten singen. Was soll denn sowas? Der Paolo-Text ist anscheinend der gleiche, wie wo Paolo neulich beim Händler begegnet sind. Ha, aber ansonsten... Kommt Paolo hier gleich hoch in seine Emecha? Also Paolo ist auf jeden Fall kein... Oh. Was bist du denn? 30 Tage Knacklarte haben die Heuler bei. Wenn sie nicht in nächster Zeit aufwachen möchte? Oh fuck. Ich hier irgendwie komme ich an die Typen irgendwie anders ran. Ich habe im Prinzip ja kein Interesse, an die Typen ranzukommen, eigentlich nur an ihm vorbei. Steht irgendwie vor der Tür, durch die ich durch möchte. Er hat so gewollt. Werd mich nicht entschuldigen. Ich könnte ja wieder zurück durch das Haus gehen, durch das Kam und mir den anderen Befolgungsfall noch mitnehmen. Könnte ich jetzt auch hier einen verwenden. Was haben wir hier noch? Eine Jacke? Und bleiben wir mit Metall. Oh, ein recht reiches Apartment. Ein falsches Wort und jetzt. Hier. Was für ein Geschrei. Oh. Von hier aus könnte ich quasi wieder rauskommen. Ist da hinten nicht das offen? Nee. Leider nicht. Jetzt bin ich hier in den Schlafraum vom Eden. Oh, guck mal, hier hat die noch Geld. Ein schwerer Beutel. Uiuiui. Aha. Richtig zu schlafen scheint er nicht. Macht mich das nervös, dass sie immer auf der Stelle treten, wenn man die Typen wirkt. Ist das wirklich eine Glasscheibe? Brauchen wir den Typen jetzt hin? Achso, da wird bestimmt niemand in nächster Zeit. Ach, guck mal, hier, Paolo wird gesucht. Da wird bestimmt niemand in nächster Zeit hier auf diesem Bett nach ihm suchen, oder? Bestimmt nicht. Oh, nice. War gut, dass ich die Truhe beim zweiten Versuch gesehen habe. Ich hoffe, ich hier diese Reichtümer sehen. Dieser Wind! Ich ja einfach durchs. Hätte ich einfach durch. Oh. Ich höre mich gerade, dass sie auf Englisch singen. Ich hätte gerade für kurzen Moment Angst, dass es eventuell Paolo ist, den ich hier gerade. Todemone hat Lieder, Auszug aus einem längeren Werk besetzt aus dem Sakonischen. Okay, das ist mir eigentlich relativ egal. Durantes Schlüssel bin ich verflucht! Das heißt, ich muss nochmal her? Oh nee. Wirklich? Wirklich? Ich brauch Durantes Schlüssel? Oh, kann ich die Tür nicht irgendwie lautlos öffnen? Irgendwie.
Obwohl, Durante wird seinen Schlüssel bekommen, selber bei haben. Oder? Dann ist Paolo. Okay. Kann ich Paolo einfach würgen? Die singen eigentlich ganz schön, ne? Scheiße nochmal! Fabi, wo die Ratten jetzt hintummeln? Ich meine, ich habe große Teile von Paolo gerade gegessen, ne? Was passiert, wenn man Paolo isst? Beziehungsweise? Paolo verschwand in einen Rattenschwamm, ist woanders wieder auferstanden. Müsste töten oder muss man ihn zweimal am selben Tag erwischen? Kommt jetzt oben in sein Haus? Ah ja. Ah ja, zweimal am selben Tag. Ach, das ist die Hand. Was? Was? Was war hier los? Hey, was treibst du denn hier? Ah! Wer war das? Was habe ich denn gerade gekriegt, alles an Artefakten? Das würde mich ja mal interessieren, weil die hätte ich ja gerne so ohne, ne? Warte mal, fest verwurzelt, die Chance umgewandelt zu werden, sinkt erheblich. Wenn du Schaden leidest, wird stattdessen ein großer Teil des Mannes. Das hatte ich ja schon, verzweifelte Stärke. Der Angriffsschaden ist bei niedriger Gesundheit erheblich stärker. Das ist ein Nahkampf auf deine Parade, Gegner immer um. Das ist ja witzig. Das würde ich also alles kriegen, wenn ich Paolo tot kriege. Kann ich den Spaß irgendwie klauen? Na gut, die Hand der alten Hexe ist wahrscheinlich eher nicht klaubar. Man muss ihn zweimal am gleichen Tag töten. Naja, das ist relativ easy, oder? Wenn man ihn einfach... Man weiß, wo er wohnt. Weil ich habe Paolo aufgefressen. Das weiße Rattenfressen ist da wirklich sehr praktisch. Wenn man sich nicht damit Details aufhalten möchte, wie man Leute los wird. Na gut, also Paolo töten ist also keine Option. Was für ein großes Nichts war das? Warte mal kurz. Ich will mich nur schnell umsehen. Hast du das gehört? Schrei, wenn du was Verdächtiges siehst. Kann ich mit Paolo nicht reden? Wo bitte willst du hin? Lass dich gehen! Ich will nicht sterben! Das stopp! Nein! Verdammt! Hau dich jetzt, Mädchen! Was hat die gerade geworfen? Oh, stimmt, ich habe ja diese Armbrust. Ich habe auch noch Armbrust. Ist ja nicht ganz so cool, aber ich habe auch eine Armbrust. Nee, das funktioniert also gar nicht. Frag mich, ich kann Paolo ja nicht einfach bestehlen, ne? Ja, dann, also hat er also drei Knochenartefakte bei, die ich nicht abnehmen kann. Außer wenn ich ihn töte, aber ich möchte Paolo nicht töten. Das ist ja auch ein bisschen kompliziert, ne? Das erscheint mir nicht richtig, Paolo zu töten. Das ist so wie, nee, kann ich ja genauso gut wie zu auf sich Brian töten. Brian, oder wie auch immer. Man kann vor allen Dingen Paolo wirklich nicht bestehlen. Ansonsten ist hier kein Knochenartefakt außer das hier. Ja, kann ich auch wieder gehen hier aus der Zentrale von Paolo. Guck mal, er hat eine Bar. Boah, das ist eine Statue, oder? Was? Ein Lied. Um die sanfte Leichtigkeit von Freundschaft. Komme ich dann in der Bar, ohne gesehen zu werden? Aber wir singen die falsch, oder? Du willst kämpfen? Was ist denn los? Ist das der Kronmeuchler? Was? Kronmeuchler? Davon weiß ich nichts. Ich sei nicht zu sterben! Was? Ihr geht nirgendwo! Ich schon! Das dauert nicht lang! Dies ist zwecklos! Bin sicher total verweichlicht! Was ist gerade aus einer Granate geworden? Zeig, was du brauchst! Oh, das war Paolo? Der guckt aber auch immer gereizt, nur wenn er ihn absticht. Also wirklich. Was will er denn? Warum kann ich ja nicht wieder auferstehen, wenn ich abgestochen werde? Nein, Paolo kann das ja offensichtlich nicht. Der benutzt doch eindeutig, dass das die Macht ist nichts mehr als er. Also, deutlich mehr.
Da schreibt mir doch so eine Lebensversicherung. Frag mich ja übrigens wirklich, ob er sich wirklich töten lassen möchte, so wie er da steht, ne? Ich meine, er macht es ja ganz schön leicht. Warum scheint da eigentlich in diese Richtung eine Lampe? Möchte ich mir den Weg weisen oder was? Gut, das sind da. Was ist denn hier noch Schönes? Ein Hausflur. Sehr gut. Mit einem lustigen Vieh drin. Ist da noch ein Artefakt? Ne, außer das hier keins. Da oben ein Dach. Die Frage ist bloß, wofür gibt es diesen Hausflur überhaupt? Außer, dass man sich eventuell hier in eine Ratte verwandeln könnte, um durch die Wände zu kommen. Aber ansonsten? Ach so. Oh, der Keller. Er wollte diese Wohnung. Also vertrieb er sie mit Drohungen. Wer ist er? Frau und ihren alten Onkel. Oh. Irgendwo schlägt ein Adeliger einen Dieb. Er ist noch ein Kind. Er wird für immer blind sein. Er hat den Tee zu spät gebracht. Ich hoffe, der Heuler hier unten ist alleine. Den Keller hätte ich ja beinahe übersehen. Was ist man hier noch Schönes? Sekundärspiralisation? Was auch immer das sein mag. Ist das hier der Eingang? Nee, ist der. Das ist eine Couch. Hervorragend. Ich bin eigentlich sehr freundlich. Ich achte mal sehr darauf. Ich achte mal sehr darauf, die Leute, die ich erwürge, irgendwo hinzupacken. Rezepte, Alter. Witschen. Manis geheimes Pulver. Okay. Heulerstaub. Hab ich eigentlich kein Interesse an sowas. So, wer ist er hier? Zumindest haben sich einen Aufseher aufgehoben. Lebt er noch? Reden? Ist das das Nichts? Bist du der Outsider? Nicht sehr informativ. Kann ich den eigentlich? Na toll. So war das Ganze nicht geplant, Freunde. Dass die Leute auch mal lästigerweise immer da sterben müssen, wenn man sie einmal mit dem Messer berührt. Also wirklich, was soll denn immer diese Frechheit? Ich dachte, ich könnte die Leute losschlagen. Vielleicht hätte man ja Dankbarkeit bei Vizeaufseher Brühen holen können. Wenn man noch nicht so richtig, das mit dem Gewehr mir immer noch nicht richtig klar ist. Also, mir ist einfach nicht schlüssig, warum soll ich eigentlich einen der beiden Anführer beim anderen abgeben soll, damit ich danach freies Geleit kriege. Wollen die mit oder holen die denn für mich dann mit dem Bunsenbrenner raus und bohren sich dann da durch die Wand? Und was ist der Plan? Kommt man überhaupt in diesen Keller eigentlich rein? Gibt es hier auch einen offiziellen Eingang? Dann kann man doch nicht erzählen, dass das hier der Kellereingang ist. Also offensichtlich ja doch. Aber weniger gut reingehen geht echt nicht, ne? Ein Schraubstock? Liegt hier noch? Geld? Nö. Hä, wie ist denn der Typ da ursprünglich reingekommen hier in den Keller? Das ist ja schon. Da musst du aber schon wollen. Wie sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Verflucht! Oh, noch ein paar drin. Nee. Der ist deaktiviert doch, Menno. Wie ist denn jetzt hier? Ich hab grad komplett die Orientierung verloren. Ich bin anscheinend wieder auf. Achso, hier bin ich, okay. Bin anscheinend wieder auf halbem Weg nach draußen. Ah ja. Cool. Gut, dann war das also anscheinend die Bude von den. Muss ich mir merken, dass ich hier durch den Keller so gut reinkomme. Das ist zum Silbergraphie-Studio. Ach, Silbergraphien. Ich habe mir heute erst was darüber durchgelesen über Silbergraphien. Also, in der echten Welt ist das der Geographie oder wieso heißt das? Ja, gut, dass ich den Namen so gut kenne. Auf jeden Fall, das ist relativ einfach. Das wird mit das war eine der ersten Fotografiemethoden überhaupt. Wenn der Herzog die Bergwerke nicht Tag und Nacht in Betrieb hätte, würden sich unsere Kinder nicht am Staub in den Schlaf husten. Da kann man auf jeden Fall so lustige Bilder auf Silber machen. Man muss der einzige Nachteil ist, dass man der Ewigkeit stillern muss. Also die Straße hier ist halt schon ganz interessant, die gucken wir uns nochmal im nächsten Detail an. Der Herzog hätte den Betrieb wie sein Vater fortsetzen können. Schnell genug, um die Stadt zu erhalten, ohne uns in Staub zu begraben. Wie denn? Heute leben doppelt so viele Leute im Kanaka. Wenn die Bergwerke gedrosselt würden, wäre meine halbe Familie ohne Arbeit. Was nützt es, wenn einen die Arbeit ins frühe Grab bringt, nur damit man was zu beißen hat?
Tja, das ist eine gute Frage. Nun gut, wir müssen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es da wieder heißt, hier, ja, genau.